Gut, die anderen beiden Herrschaften, irgendwas? Wir waren nur drei. Aber ich habe mal eine andere Frage. Bitte. Warum durften die Leute mit AKs und Uzis einfach abhauen? Und jetzt sag mir nicht, ihr habt den nicht durchsucht. Ich hab mit der Verhandlung nichts zu tun gehabt. Aber fühlt sich das nicht ein bisschen komisch an, so als Polizist? Ich weiß nicht, ob die gehen gelassen wurden oder ob die auch entsprechend belangt wurden. Das kann ich euch nicht sagen. Die sind alle in den Auto gestiegen und abgehauen. Ja, dann kann es sehr gut sein, dass es mit denen direkt vor Ort abgehandelt wurde. Und die dann entsprechend das Ganze bezahlt haben. Aha. Einfach und alle anderen werden in die JVA gefahren. Ja, in dem Fall bei den Russen hatten wir einen Haufen Verletzte und von euch haben wir mitgenommen, weil wir von euch auch noch ein paar im Nachhinein dann hier gefunden haben. Die waren nicht verletzt? Also, ich habe die alle auf dem Boden gesehen. Ist auch egal. Da weiß ich, wie gesagt, ich bin erst später zugekommen, ich kann euch das nicht sagen. Okay. Gut. Herr Demmerkusch, das, was Sie jetzt am Ende gesagt hatten, hatte ich nicht ganz verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Wir waren nur drei. Die waren nur drei. Okay, möchten Sie sonst noch irgendwas dazu sagen? Nö. Nö, gut. In dem Fall ist es dann für jeden von euch eine Gesamtstrafe von $45.000, die da auf euch zukommt. Knast. Ja, doch. Ja, nö. Genau, das wäre jetzt die Frage, ob ihr das bezahlen wollt oder die entsprechende Ersatzhaft antreten wollt. Nö. Ersatzhaft. Oh, Ersatzhaft. Ja, Herr Kusch? Nee, der andere. Ja? Bei einer Entweder-Oder-Frage können Sie nicht mit Nein antworten. Das so funktioniert ich kann das nicht. Schon. Ja, klar, aber das bringt uns beide nicht weiter. Ja, aber dann... Egal. Nee, egal. Nö. Ich bleib okay, das heißt, Sie treten auch die entsprechende Ersatzhaft an? Ja, natürlich. Gut. Ich würde euch an sich jetzt schon inhaftieren können, soweit ich das gerade im Funken mitgekriegt habe, wollte der Chief aber kurz nochmal mit euch hin. Das heißt, ich würde euch bitten, dass er euch irgendwie nochmal da nicht direkt zu euren Jungs dazu steht, aber irgendwie in der Nähe. Und der muss euch dann gleich irgendwie noch was erzählen. Wird das von der Haftstrafe abgerechnet? Ja, meinetwegen rechne ich euch die 5 Minuten an. Okay. Wunderbar. Okay. Fairer Deal. Sag mal, du bist so bescheuert, ne? Warum? Weil du dumm bist. Nee. Guck mal, Curtis, da steht 3, 3, 2. Was meinst du, warum wir denn mit uns quatschen, mein Chef? Wirklich tot, ne, Alter? Ja, sollen wir dem jetzt ein bisschen auf den Füß treten, oder? Von wegen, ja, du arbeitest mit United, alles klar. Ihr macht doch eh, was ihr wollt. Quatscht einfach. Wenn ich was dazu zu sagen habe, komme ich einfach mit dazu. So. Okay, dann schrei einfach. So, Gretchen so. Mein Handy vibriert, ich fühle das in der Hose. Ja, meins auch schon die ganze Zeit. Ich drehe durch schnell das Sack. Langsam muss doch mal mein Akku. Weißt du, ey, wenn man unterwegs ist, Akku geht immer leer. Aber bei sowas, Akku hält 5 Jahre oder so. Vielleicht hast du hier kein gutes Internetempfang. Das bedeutet, der Akku hält länger. Ich glaube, das macht sogar Sinn, ne? Ja. Ey, alles easy, Mann. Hier, ne? Bin gegen die Wand gesprungen. Ist wieder alles in Ordnung. Oh, jetzt klingelt mein Handy. Ich hab die Scheiße da ausgemacht. Ey, warte mal, ich hab keine Handschellen. Hast du eigentlich... Warum habt ihr keine Handschellen? Also ich hab Handschellen. Aber... Scheiße jetzt aus. Nein, du ich hast hab's keine ausgemacht. An, doch, du hast doch, auch ich hab welche an. Ja, der Mantel ist davor. Der Bilal trägt Mantel. Bin mal gespannt, was die anderen bekommen, die nicht da waren. Todesstrafe mit Suche. Drei. Wir stehen vor Tür 3, 3, 2. Unser Plan ist nicht aufgegangen, dass wir gesagt haben, wir waren nur zu viert. Weil die Vollidioten da verhaftet haben. Ja, wir sind nämlich. Deshalb haben die uns auch nicht unsere Story abgekauft. Hey, wir gehen gleich für New Inmate G3. Wir haben jetzt 45.000 bekommen. Was, wie viel Zeit ist das? 1000 Tagessätze. Ja, okay. Schöne Ferien bis im Sommer. Boah, weißt du, was ich mit dieser Scharf-Eulen gemacht habe? Mhm. Alter. Die ist mir hinterher, die hatte die Ruhe weg, ne? Die fährt mir mit dem Auto hinterher.
tun sie halt die Waffe halt sofort weg. Und ich rufe so, verpiss dich. Und die fährt mir immer weiter. Dann habe ich mit der Schrotflinte durch die Windschutzscheibe, habe ich die abgeknallt. War die alleine? Ja. Fährt so eine Schießerei? Ja, ganz Mann, alleine. Und der Scholli war nur dabei, im Auto, neben mir. Okay. Mutig. Und ich habe einen von den... Oh. Hallo. Wen haben wir jetzt wieder abgeknallt? Ihr? Ja, wir. Albrecht, ich habe eine Frage an dich, okay? Ja, bitte. Und die wird für ganz viel Geschichte sorgen jetzt, in nächster Zukunft. Mhm. Die haben AKs und Uzis dabei, illegale Waffen, und die dürfen einfach so gehen. Und jetzt sag mir nicht, ihr habt vorher abgewickelt, dass die eine Strafe bezahlt haben. Nein. Ihr lasst die laufen? Gar nicht. Die hatten keine einzige automatische Waffe. Oh, du lügst uns gerade in die Fresse. Nein. Wir wurden beschossen. Die hatten keine einzige automatische Waffe. Tut mir leid, Albrecht, aber was du erzählt hast, ist ein Witz. Du bist so tot, Motherfucker. Du hast ja gar keine Waffe. Was du gerade... Die hatten keine automatische Waffe dabei. Nochmal. Klar, die haben mit Schlappen weder geworfen. In den Fahrzeugen noch am Körper. Dann haben die irgendwas. Dann haben die so. Keine Ahnung. Denkst du, 5 Leute können 20 Leute oder was das da waren, weghauen mit Pistolen oder so? Die haben mal da Kars und Uzis vom Dach geschossen. Und du sagst, sie haben keine Waffen dabei. Nein, haben sie nicht. Wir haben alle durchsucht. Die hatten keine einzige automatische Waffe dabei. Erinnerst du dich noch an damals? Als wir Ärger mal durch hatten. Ja. Sobald wir jetzt gleich in die JVA drin sind, mit allen anderen. Jetzt wollt ihr die nicht nur mehr Ärger mit uns haben. Und das, da seid ihr für verantwortlich. Warum sind wir dafür verantwortlich, wenn ihr am Ölhändler irgendwas ausmacht und dann ein Schussgefecht entsteht? Warum zur Hölle sind wir dafür verantwortlich? Ja, erklär, wir beruhigen uns jetzt alle. Ihr kommt sowieso erst nach United dran. Das heißt, ihr könnt auch ein bisschen entspannen. Also macht euch Weil ihr die gehen Spaß. Lässt, obwohl ihr Carsten so dabei habt. Sag mal. Dann habt ihr einen korrupten Kopf, der die durchsucht hat oder so. Keine Ahnung. Du kannst mir nicht erzählen, dass die aufgehoben werden und denen Erstversorgung gemacht werden und die Waffen weg sind. Wir haben keine automatischen Waffen gefunden. Das ist mein vollster Ernst. Und wie, erklärst du dir, dass sie uns mit 5 Mann weghauen alle? Dann wirst du von deinen eigenen Leuten verarscht. Ist halt nur mal so. Wie erklärst du dir denn, dass die 20 Leute weghauen? Fast. Zu 5 oder 6. Strategisch bessere Position? Keine Ahnung. Das Dach ist eine Todesfalle. Aber doch nicht mit das. Du bist doch ein Polizist, Mann. Du weißt doch, was Waffentechnik angeht und so. Ist egal. 719, wir sind Scheiß drauf, Thema ist bald. Weshalb wolltest du mit uns reden? Ich muss euch eine traurige Mitteilung überbringen. Und die wäre? Therese Danell ist tot. Wer hat denn erschossen? Wollt ihr die Geschichte hören? Komplett? Ich wollte nur wissen, wer denn erschossen hat. Nee, ich erzähle euch die ganze Geschichte. Es sollte eine Polizeikontrolle durchgeführt werden. Also habt ihr den abgeknallt? Weil der war nicht mal uns unterwegs. Willst du es weiterhören? 719, ja, wir sind jetzt durchgespielt. Ja. Er ist mit einem Fahrzeug angehalten, das Fahrzeug wurde angehalten. Er ist ausgestiegen mit einem AK und hat auf einen Officer geschossen. Okay. Das Feuer wurde erwidert. Noch nie in unserer Geschichte hat jemand eine AK in die Hand genommen, wenn das keiner befehlt hat. Du erzählst Scheiße. Okay. Gut. Ihr nach rechts, ich nach links. Naja, Pisser. Pickt euch alle. Ich hab Handschellen an. Ich geb euch Kopfnüsse am Nacken. Tja, okay. Alter. Jeff, du hast Handschellen an. Kannst du Kopfnüsse verteilen? Ihr seid alles Rambus, ne? Sorry. Ja, ihr korrupten Beamtenschweine. So, mach hin, Albrecht. Was denn? Was soll ich denn noch machen? Ja, mach hin. Ja, pack uns jetzt da rein und gut ist. Du willst mir also erzählen, dass einer von uns mit einem AK auf den Kopf geschossen hat? Ja.
Niemand nimmt eine AK ohne Erlaubnis. Noch nie gab es das. Noch nie. Tja, dann hat es sich wohl den Befehl widersetzt. Welche Cops waren aber? Ach, das kriege ich so raus. Tja, ich würde mal sagen, die ruhige Zeit ist zu Ende. Was ist, Papa? Die ruhige Zeit. Tja, macht, was ihr wollt. Wie gesagt, ich lüge euch hier nicht an, ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt mir nicht. Willst du ein Butterbrot von das beruht auf Gegenseitigkeit. Nee, brauche ich nicht. Der Jeff geht, glaube ich, wirklich nach Hause. Aber das klingt ganz nach Tyrese, ne? Aber glaube ich nicht. Soll ich dir das noch buchstaben? Niemand nimmt Waffen aus dem Lager. 719, wir sind hier. Ohne voll zu fahren. Und schießt auf Bullen einfach. Da wäre ich mir bei Tyrese aber nicht so ganz sicher. Da haut aber nicht mit ziemlich sicher. Und jetzt Jeff wird er sauber, weil wir keine Kopfnüsse verteilt haben, weil ich das gar nicht mitbekomme. Wir müssen eine Beerdigung machen für den, ne? Jetzt ist das gute Leben vorbei. Nichts mehr mit Zentor, ne? Wir sind zu alt für so einen Scheiß. Ich glaube, das wird jetzt gehen, bis wir alle tot sind. Ja. Aber dann ist das so. Dann ist das vorbei. Dann ist das aber so. Yo, peace, homie. Hast du schon mal so korrupte Bullen gesehen? Alright. Oh, okay, alles klar. Ich glaube, das wird das Finale. Jetzt werden Leute hingerichtet und wir werden selber alle sterben. Jetzt werden ganz viele Leute sterben, wir inklusive. Alle von uns. Das ist das große Finale. Ja, wie lange warten wir jetzt noch hier? Ich weiß nicht. Jetzt gibt's keine Kriege mehr, jetzt werden Leute umgebracht, immer. Jetzt, wir lassen aber alle Cops dafür bluten, ne? Nicht nur den, der den gekillt hat, oder? Keine Ahnung. Vielleicht lernen die... Du darfst jetzt nicht emotional werden. Also ich werde jetzt nicht emotional. Weil jetzt müssen Pläne geschmiedet werden. Machen wir aber nach Tyrese dann Beerdigung, ne? Ja. Wir werden alle sterben jetzt. Mit der Startschuss. Ja, ich glaube, das ist das Ende der Groove danach. So. Die beiden können jetzt auch einmal damit vorkommen, dann machen wir die Inhaftierung hin.
Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Einer kann mit vorkommen, der andere würde ungefähr hier warten, dass er nicht zu nah rankommt. Gut. Jeff ist schon drin. Marina. Ja. Das kannst du nicht mehr anders ausspielen. Anstatt. Nun, das geht nur noch so. Das ist das Ende. Also das wirkliche, wirkliche Ende. Jetzt noch nicht, aber das kommt jetzt. Kein reaktivierendes Schaß mehr. Okay. Ich mache ihn auch einmal Handschellen ab. Ja. Dann einmal bitte bis ganz nach vor. Wenn sie noch essen, trinken wollen, können sie das machen. Und wenn sie fertig sind, sagen sie mir dann bitte Bescheid, dann überstelle ich sie da an die Wärter. Jo. Passt, alles klar. Dann auch 900 Tagessätze für sie. Bis denn. Oh, sogar 100 weniger. Wir sind jetzt durchgespielt. Komm, 3 steht's noch, ey. Okay. Ja, noch ist nicht ganz durchgespielt. Noch nicht. Passt jetzt auf. Hamm, ja, bist du? Ich stehe hier vorne bei den Russen und so. Und wo ist der Jeff? Seid ihr? Das weiß ich nicht, wo der ist. Der ist reingegangen. Ich habe den durch die Tür gehen sehen. Ja, der Juri fragt auch, was mit dem los ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich direkt Zelle. Ja, komm hier nach vorne. Ans Gesicht gelogen. Und dann hat er uns das erzählt mit dem Tyrese. Ach, das, ja, mein Beileid. Und da hat er auch noch gelogen. Er hat gesagt, er hätte bei einer Polizeikontrolle mit einer AK, wäre der ausgestiegen, hätte auf Cops gefeuert, was überhaupt nicht wahr ist. Bei uns nimmt keiner, ohne dass gesagt wird, eine AK in die Hand. Keiner. Was? Also haben die Cops ihn gekillt, oder was? Ja. Jo. Habt ihr das mit United mitbekommen? Ja, sind weg. Wir standen da zu dritt und alle wurden freigelassen, Autos eingestiegen, abgehauen. Da. Ja, Bruder, genau. Da sind verdammte Cops, sind das. Vor 3 Tagen bei uns genau das gleiche, Homie. Die wurden komplett freigelassen. Eastside hat sich Eisen geschnappt. Ja, ich habe den angerufen vorher. Ah, okay. Ich habe gesagt, der Tony, die sollen das nehmen. Okay. Wer ist gestorben? Tyrese ist tot. Tyrese. Was? Was? Tyrese ist tot, wurde von den Cops umgebracht. Holy shit. Ja, Bruder, so eine Alpknecht wollte ich sowieso killen. Jeff ist wahrscheinlich sofort in die Zelle gegangen, ne? Ja, der ist da rüber gelaufen, hat gesagt, ne, ganz schlecht. Weißt du, was das bedeutet? Krieg. Das kein Krieg mehr. Jetzt werden Leute sterben. Das hat nichts mehr mit Krieg zu tun. Wir verteidigen hier keine Gebiete oder so. Oder Drogen oder sowas. Dacht mal. Albrecht sagt, die haben nicht eine Waffe bei denen gefunden, ne? Bei den United-Leuten. Ja. Nicht eine einzige. Weder, nicht eine Waffe. In den Fahrzeugen noch sonst wo. Der das Beste ist, ich hab gehabt. Ziemlich Jungs, schnell geschossen. Jungs, die waren auf den Dächern. Das heißt, die haben die finden müssen. Das geht nicht. Ich habe auf jeden Fall was Vollautomatisches in meine Karre. Mann, das weiß jeder von uns, Alter, Jody. Das heißt, der deckt die. Das ist keine Polizeiarbeit mehr, was der macht. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer mitzählt, keine Ahnung. Aber sobald ich hier draußen bin, renne ich da rein. Bin dabei.
Rote Moskau ist dabei. Ist mir der scheißegal, ob wenn ich sterben sollte. Vielleicht roll ich vorher noch über United, aber da werden Leute sterben jetzt. United wird bald gemacht. Zuerst United und dann Recovers. Ja. Vor allem die, wo uns anlügen. Curtis, sag mal unseren Jungs, was du mir eben gesagt hast. Wie lange treiben wir das jetzt? Bis wir alle tot sind, ne? Bis ich tot bin. Ich werde sterben am Ende. Ich schwör's euch. Ich werde sterben am Ende. Mir scheißegal jetzt. Aber vorher nehme ich noch Leute mit. Homie, warum holst du nicht einfach den Kopf von den Bullen, Alter, diesen Albrecht, Alter? Da musst du hier den Kopf töten. Keine Ahnung, wer da dran beteiligt war. Als ob die das rausnehmen. Ja. Bei uns nimmt keiner eine Waffe irgendwo raus. Ohne Genehmigung. Ist der eigentlich dumm, der Albrecht, um die Scheiße zu erzählen? Das Problem ist, der lügt uns an und das nicht zum ersten Mal. Das wird jetzt richtig eklig, Juri. Richtig eklig. Ja, Biet, und also die United sind verfickte Cops, diese dreckigen kleinen Hurensöhne. Na, Bruder, hast auf jeden Fall recht, Alter. Wir sind auf eurer Seite, Biet. Bruder, wir platzen auf jeden Fall auch safe dabei, Alter. Digga, wir hocken einfach seit vier verfickten Wochen hier im scheiß Knast, Alter, wegen diesen Bastarden. Da können die einfach abhauen, weil da K sind Uzis. Die können einfach gehen. Ja. Wenn wir einen Joint haben, werden wir geknüppelt und in die JVA geworfen. Die haben illegale Waffen und die können gehen. Die können alles machen. Da musst du wissen, dann haben die richtig krasse Deals mit denen. Wahrscheinlich verpetzt. Deshalb hängen die auch neben Pennerpark ab. Wie alle anderen auch. Die sieht man nirgendwo. Die sieht man nirgendwo. Man sieht sie nirgends. Das sind verdammte Scheißkorps. Ich glaube, hier gibt es aber ein paar Gruppierungen, die das haben. Nicht nur United. Was ist denn bei den Korps? Ja, ja. Man wirft sich immer wieder den Ball hin und her. Aber doch nicht so. Ich würde sogar meinen Arsch drauf verwetten, dass die auf dem Dach oben die Cops angerufen haben und gesagt, dass die beschossen werden, Alter. Aber doch nicht so, Mann. Das ist doch keine Gang, die machen, was machen die eigentlich? Also hier sitzen immer die gleichen Gangs im Knast. Außer auf ihren 3 Millionen Schwarzgeld sitzen. Ja, ich würde sagen, ab morgen war es das für die mit Schwarzgeld. Jetzt teilt sich die ganze Stadt deren Sachen. Alle können das haben, außer die. Alles klar. Boah. Cool, Biet. Ja, hier. Eastside hat hundertprozentig den Händler? Jo. Ich fand das ja geil, wie Tyrone gesagt hat, ja, dann nimm doch Öl, dann holen wir das morgen Abend zurück. Die größten Pfotzeln. Soll ich euch mal erzählen, wer Tyrone ist? Tyrone hatte damals einen Boss, der Typ hieß Anaconda. Der hat alle seine besten Freunde verraten, damit wir den nicht töten. Der hat seine besten Freunde in die Falle gelockt, damit wir den hinrichten können. Das ist Tyrone. Der Anführer von United. Ach, das ist dieser Motherfucker, diese Pussy, Alter, die gestern nur diskutieren will, Alter. Ja. Den fick ich noch. Das sagt alles. Alter, Homie, die haben sich einfach in unsere Angelegenheiten eingemischt, Alter. Die ganze Zeit irgendwelche dummen Gründe gesucht, Alter. Ja, dann wird's mal Zeit, dass... Purge Night. Alles klar. Das hat nichts mehr mit Gangkriegen zu tun. Boah, jetzt wird's evil, Alter. Geil. Ich geh ein bisschen Kohle machen, Alter. Ja, mir viel Spaß. Braucht noch jemand haben einen Whisky hier? Ja, Jesse. Der hatte noch nicht. Ja, gib mal den Jungs, dass sie auf ihren... 1000 Tage, 900. Hast du mitbekommen, Tyrese? Ja, hab ich. Jama hat mit Jeff telefoniert. Jama? Ja, Jama ist da, JFK ist hier, Charlie und ich. Und zwei von den Russen. Ja, jetzt heißt es bisher in den Tod, ne? Jetzt wird alles getötet und am Ende wir. Also wir werden alle sterben, davon kannst du ausgehen. Ist mir scheißegal. Ja, ist mir auch egal. Wir sollen erstmal die Füße stillhalten. Einfach ruhig bleiben. Nichts machen. Jeff ist sofort in die Zeile gegangen, der hat ja den
Koppers Kopfnüssen verteilt. Jetzt geht's ab. Jetzt müssen die Napa-Scanner eigentlich mal auftauchen, die Panner. Die müssen das unbedingt wissen. Wir werden alles töten, was uns in die Quere kommt. Ganz egal wer. Und Albrecht hat uns das gesagt und hat gesagt, er sagt die Wahrheit. Was hat er denn gesagt? Tyrese war angeblich mit einer Chaos gestiegen und hat auf Cops geschossen. Ja. Was ist jetzt da mit United? Warum sind die frei? Tja, weil das verdammte Kobber sind. Jeder hat das gesehen, selbst die Russen haben das mitbekommen. 719, wir sind jetzt durchgestanden. Selbst die Blatts haben gerade gesagt, dass das bei denen auch passiert ist und so. Oder die Russen vor ein paar Tagen. Haben die ihre Strafen bezahlt oder was? Also, jeder wird in die JVA gefahren, außer die. Warum dürfen die ihre Strafen da bezahlen und wir nicht? Die haben damit AKs geschossen. Die hat, weißt du, was Albrecht gesagt hat? Die haben nicht eine Waffe bei denen gefunden. Und das ist keine Polizeiarbeit mehr. Der wird sterben. Ich werde ihn höchstpersönlich töten. Oder ich, wahrscheinlich Jeff. Das ist keine Polizeiarbeit mehr. Alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. Ich gebe das so weiter. Und Füße stillhalten. Und auf Jeff warten. Ja, ich sag Bescheid. Peace. Ah, da bist du. Ich hab das nicht mitbekommen, den Kopf nicht mal. Bist du in den Tod? Ja. Ob ich davon ausgehe, dass wir sterben werden? Weil ich vielleicht sterben will. Aber vorher nehme ich die Alteingesessene mit. Alle, die damit zu tun haben, die gelogen haben. Jason, hast du eigentlich mal was von dir gehört? Nein, hab ich nicht. Wir sind so bei 97%, 3% und dann sind wir durchgespielt. Keine Ahnung, ich nenne jetzt keine Namen. Ich muss erst mal im RP herausfinden, was abgegangen ist. Aber dafür will ich alles tun, dass United weg ist. Dann kein Curtis mehr, nein. Aber ist ja nicht schlimm. Uns wird was anderes einfallen. Vielleicht so richtig harte Rednecks. Die einen Fick auf alles geben. Die mit dem Roller fahren und Shops überfallen. Und durch die Wüste ballern, Alter. Haben wir Zeit für einen krassen Kopfschaden? Niemals. Oder so ein richtig motherfucking Medic, Alter. Keine Ahnung. Abwarten. Na, ja, Mila. Hi. Ich was kann gerade nicht lachen. Und warum? Weil einer meiner besten Freunde heute gestorben ist. Der wurde von den Polizisten erschossen. Name, Adresse? Was? Ich kümmere mich drum. Da kannst du dich nicht drum kümmern. Da müssen die großen Jungs rein. Ich bin groß. Ja. Aber du bist bescheuert. Hey, das sagt man nicht. Ey. Ja. Warte kurz, Milde. Der Jamar hat mit dem Güffi einen Helikopter runtergeholt vom Himmel. Was haben die? Die haben einen Helikopter runtergeholt vom Himmel. Tja, das sollte eine Message sein, ne? Ja, ich hab denen aber gesagt, die sollen jetzt die Füße stillhalten. Ruf den an, die sollen die Sachen weglegen und sich erstmal
Ja, die Koppers werden da jetzt auftauchen. Ja, hab ich denen schon gesagt. Ja, ich hab denen gesagt, die sollen sich verstecken und warten, bis wir da sind. Haben die wenigstens Warnschüsse abgegeben? Aber wahrscheinlich schon. Das, keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Naja, der ist, die haben jetzt auf jeden Fall einen Helikopter weniger. Die Wichser. Ich freue mich zu sterben, Alter. Ich freue mich. Ah, ich will auch nicht sterben. Mit Zeit. Geil. Mila, ich rufe dich gleich an. Okay. Ja, bitteschön. Geht mal lieber jetzt arbeiten. Jeff ist arbeiten. Der verfickte OG arbeitet nicht. Ich arbeite auch nicht, ich hab stinke Fuß. Ach ja. Ja, aber du hast recht, jetzt emotional zu werden ist. Na, jetzt musst du. Erstmal musst du jetzt jedem Bescheid geben, die Message, dass United verfickte Kopf sind. Und da würde ich gerne mit Davis quatschen. Ich hoffe, dass der mal wieder auftaucht. Oder die anderen Nappers kennen. Ja, nee, jetzt sind die scheiß Nappers nicht da. Weil die Nappers, das müssen die sofort wissen, weil die mit denen am engsten verbunden sind. Mhm. Vielleicht gibt's bei denen ja auch was, wo Davis sagt, ah, jetzt verstehe ich, okay. Weißt du, so ein Puzzle-Time fällt das. Sollen wir das vielleicht auch nicht nur den Gangs sagen, sondern allen? Was haben die anderen damit zu tun? Dass es die ganze Stadt weiß? Du musst aufpassen, wo du was public machst, ne? Weil die Kugeln kommen wieder zurück. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel spreade, ne? Warte, lass mich mal kurz gucken, ob der Penner nicht dort da ist. Ich habe den noch nicht angerufen gehabt. Goldzahlen. Goldzahlen. Auch nicht. Ah, dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer und jeder, der mit United zu tun hat, wird dann vielleicht denken so, die müssen ausradiert werden. Lieber doch nicht. Ich habe gerade schon gesagt, das hat nichts mehr mit einem Gangkrieg zu tun immer. Man kämpft ja nicht mehr um irgendwelche Drogenrouten oder um Gebiete oder Ehre, Stolz, was weiß ich. Nee, nee, ist richtig. Es geht nur darum, dass sich auch Zivilpersonen von denen fernhalten, dass sie komplett alleine dastehen. Die sind doch komplett alleine. Keine Sau weiß, wo die abhängen. Die sind nie im Pinerpark. Na, dann sind die viel bei sich unten, oder? Wahrscheinlich. Wenn wir das Lager von denen finden, das können wir leer räumen, oder? Naja, kannst du nicht aufbrechen. Nicht mal die Koppers können das. Okay. Ich habe noch nie gehört, dass die Koppers was aufgebrochen haben. Ja, vielleicht haben die bis jetzt noch nichts gefunden. Aber ist ja auch egal, wir ficken die. Wir ficken die bis zum Tod, Alter. Und danach sind die Ich sag dir ganz genau, wie das aussieht. Wir werden, die ganze Stadt wird über United drüber rutschen, bis die tot sind. Und dann werden wir finalen Boss gegen Pilly gehen und da werden wir sterben. Ja, das ist aber okay. Gegen den Start hast du keine Chance. Aber wir werden ein paar mitnehmen. Ja, das reicht mir. Dann lass uns schon mal vorab auf jeden Fall welche ausmachen, die wir auf jeden Fall mitnehmen. Also ich bin auf jeden Fall für Albrecht für die Lügerei. Zweimal hat er uns frech ins Gesicht gelogen. Der stirbt, auf jeden Fall. Der hat uns angelogen, dass United keine... Wir müssen mal den Mediziner reden. Dabei hatte. Und der hat uns angelogen, dass Tyrese eine AK dabei hatte. Jason. Der stirbt. Ja, Jason. Die Cops stürmen die Hut, wir kommen euch gleich besuchen. War klar, dass die euch stürmen. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Jamal und Goofy haben eine Metalldrache, die sind jetzt in der Hut. Die kommen wahrscheinlich gleich auch. Hä? Ist der Greif noch im PD? Ja. Aber wer weiß, was denn. Der hält sich so verdeckt, ich glaube aber trotzdem, dass der was damit zu tun hat. Natürlich. Von dem bekommt der man nichts mehr. Halt. Scheiß eingefädelt. Ja. Das ist nicht gut, wenn einer so ruhig wird. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Greif immer Leute sucht, die Krieg gegen uns führen. Und wahrscheinlich haben die einen Tyrone gefunden. Ja, der stirbt. Ja, der Greif stirbt auch.
Wen nehmen wir noch mit? Wir müssen mal den Mediziner quatschen und rausfallen, wer bei Tyrese damit war. Aber Scheiße, wir brauchen einen Vinny. So eine Beerdigung, Alter. Wir brauchen einen Vinny. Meinst du für Kampfmittel? Erstens dafür und zweitens, um Leichen wegzumachen. Der hat uns mir das damals angeboten. Wenn wir jemanden umbringen oder so, dass der sich um die Leichen kümmert. Echt? Ja. Ja, das ist gut. Notfalls gibt's ja den Schmelztiegel noch, aber wenn er das macht, warum nicht? Wie organisiert man so eine Beerdigung? Zu wem geht man da? Frag den Wollekopf, der hat letztes Mal in seiner Jungs auch beerdigt. Wen laden wir alles ein? Niemanden, nur wir. Nur wir. Kein großes Tamtam. Okay. Wer weiß, ob man den überhaupt beerdigen kann? Meinst du, weil der so durchsiebt ist? Du weißt ja, oder? Du weißt ja nicht, ob der so durchsiebt ist, des Todes. Dann soll man halt seine Reste verbrennen, Alter, und die vergraben oder so. Frag den mal, okay? Ja. Ich wollte nicht alleine fahren lassen, deswegen bin ich noch mit. Ich schau mich jetzt hin, ne? Hast du schon Meldung bekommen mit Jamma und Goofy? Was denn? Hat Jason dich nicht angerufen? Ich wollte dich jetzt nicht nerven. Was denn? Die haben einen Helikopter in der Hut runtergeholt. Das ist nur der Anfang. Ja, das ist. Auf jeden Fall sind alle dabei. Damit du Bescheid weißt. Platz. Macht nicht so lang, ne? Die nächsten Tage wird's brennen in der Stadt. Ja, einfach jetzt. Nicht großartig planen. Naja, morgen Abend Kubas Geburtstag, dann holen wir da noch die Gelben mit ins Boot und dann gehen wir. Ja, aber das ist das, was ich jetzt vorhatte. Mal denen sprechen, dem Bescheid sagen. Vor allem mit den Napaskellern. Wir müssen auch hier mit dem, wie heißt nochmal hier, unser Fleischkörper, der die Leichen verschwinden lässt. Ja, das habe ich gerade auch gesagt. Wir brauchen unbedingt einen Mini. Ja. Ich weiß nur nicht, wie man den erreicht. Ja, kriegen wir schon hin morgen oder so. Ich versuche mal seine E-Mail zu besorgen beim PD oder so irgendwie. Faro, kannst du deine Olle anrufen im PD? Ich versuche seine E-Mail zu bekommen und schreibe ich dem. Okay? Achso, hast du jetzt wieder mit mir? Wir haben mit dir. Okay, alles klar, ja. Okay, peace. Blut für Blut. Bis dann in den Tod. Ja? Wir brauchen die E-Mail-Adresse vom Vinny. Ja, Scheiße, wie heißt der? Kreuzberg oder so, ne? Ja, Jamma. Was ist? Haben dich festgenommen? Woher weißt du, dass wir was gemacht haben? Jason hatte mir das gesagt. Ja, wir haben den Helikopter da geholt. Habt ihr Warnschüsse abgegeben? Ja. Ja. So, ja, dass der abdrehen kann? Ja. Also ein, zwei Dinge haben vielleicht getroffen. Nach dem zweiten Schuss hat die Und Turbine der ist nicht abgedreht dann? Nee, der blieb da einfach eiskalt stehen und dann auf einmal haben wir dann auf den Motor geschossen und dann kam da Qualm aus den Turbinen raus. Ja, dein Wort und gute Sohn, ne? Gerade eben waren die bei uns hier drin, ne? Haben die euch nicht festgenommen? Ja, wir standen hier und wir sind rein und wieder raus, rein und wieder raus. Jetzt sind sie weg. Ja, macht erstmal nix. Versuch mal die Napaskinder zu erreichen, irgendwie. Ja. Und zu den rüberfahren. Also wenn du und wenn du noch eine Nachricht kriegst, ich habe einen Polizisten, glaube ich, aus Versehen erschossen. Was hast du? Polizisten erschossen im Stadtpark. Wann? Vor 10, 15 Minuten. Du bist einfach hingegangen und hast ihn abgeknallt. Nee. Ich habe mit denen gesprochen. Wort ein bisschen wortgewandter das Gespräch.
Vollidiot. Jo. Hört auf jetzt damit. Ja, okay. Auch rein. Wie viel Tagessätze hast du bekommen, Curtis? 900. Ja, ihr habt alle 900 bekommen. Ich habe 1500 bekommen. Fuck. 1500? Für was? Ich war bei Tyrese mit dabei. Ja, und was hat er gemacht? Oder was habt ihr da gemacht? Ja, wir waren Hotel Moskau. Und dann sind wir zuerst er hat gesagt, der fährt jetzt zum PD und überall hin. Da hab ich gesagt, ich habe mir gedacht, ich lasse ihn nicht allein gehen. Bin mit, dann sind wir zuerst zum PD, war sauber. Dann sind wir Sandy Shores zu den Sheriffs gegangen, stand ein paar Karren. Da meinte er, wir gehen jetzt zum Öl hoch. Wenn da nicht mehr als 4 Bullenkarren stehen und falls ihr noch da liegt oder sonst was von den Medics, dann holen sie euch da raus. Und dann fahren wir da vorbei und waren auf einmal Helikopter und 2 Streifwagen hinter uns her. Dann ist er umgedreht Richtung Grapeseed beim Kräutergarten und alles. Und dann hat er irgendwie die Kontrolle verloren. Auto hat sich überschlagen, sind wir raus und haben halt auf die geballert und Helikopter, alles drum und dran. Mit was geballert? Mit der Kars? Nein, also ich hatte meine Shotgun und meine Pistole. Er hatte irgendwas Automatisches bei sich, was dreckig ist. Ich weiß aber nicht, was es war. Ich krieg die E-Mail von dem gleich. Ich kann dir sagen, es war auf jeden Fall was Ordentliches. Ich weiß aber nicht, ob es eine Scorpion oder eine AK. Warum sagst du das jetzt erst? Sag ich doch jetzt. Wann soll ich denn sagen? Gerade schon. Jetzt ist Jeff dran. Sag ich doch. Jeff weiß es schon. Ich habe Jeff erzählt. Jason weiß auch schon. Und dann haben wir uns halt getrennt und an der Straße haben sie mich umgeballert und Tyrese habe ich dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die mit dem gemacht haben. Aber ich war mit ihm dabei. Also die E-Mail vom Winnie kriege ich gleich. Okay. 5 Minuten. Also ich glaube trotzdem nicht, dass Tyrese einen AK dabei hatte. Glaube ich auch nicht. AK glaube ich nicht, nein. Jetzt trinke ich erstmal einen Whisky. Das sind die seltensten, die wir haben. Der würde was anderes nehmen. Ich hoffe für dich, dass du dem Jeff das erzählt hast, ne, Mau? Ja, ich hab's Jeff erzählt. Also Jeff, wenn er wirklich eine AK nehmen will, dann fragt er zumindest. So, ob du dann Nein sagst oder nicht, dann nimmt er die trotzdem, aber du weißt zumindest, so, der hat eine AK dabei, weißt du, was ich meine? Ich kann euch nicht 100% sagen. Auf jeden Fall war es was Automatisches und puh. Ich würde auch nicht verneinen, dass es eine AK war, ne? Also, es war schon dreckig. Alter, war übelst laut. Das wird laut. So evil, ne? Hä? Das wird so evil. Memo, V, können draufgehen, ne? Das kann, ist euch bewusst, weiß ne? Egal, Alter. Ja. Sowieso. Wenn der Pisser wirklich eine AK hatte, dann haben wir die Polizeiarbeit gemacht. Da kannst du keine Rache, Mann. Die müssen. Es war auf jeden Fall ordentlich laut und. Jo. Egal. Ich habe mit dem Vargas telefoniert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Vargas mit United da in der Decke stecken. Meinst du? Das hat er von dem Platz mir gerade schon gesagt, der OG, als ich mit denen gequatscht habe. Dass er das Gefühl hat, dass die da Business zusammen haben. Weil ich mich auch frage, woher Vargas sich irgendwas leisten kann. Die hatten 2 Wochen Salz und das hatten die von den Ballers abgekauft. Und die hatten sonst nie was anderes. Ich denke, die haben einen Haufen Schwarzgeld von United abgekauft und sich dadurch Waffen geholt. Wir müssen die Kuba seine Leute erreichen. Alle. Soll ich den mal anrufen? Ich habe alle Nummern, ne, von denen. Am wichtigsten sind die Nabaska. Ich gehe kurz pissen. Ruf mal Kuba an. Kurz auf K.
Schwierig. Schwierig. Ist wie viele? Zwei oder drei? Streifenwagen, zwei Stück. Ich glaube, zwei Streifenwagen und Helikopter. Wie stark besetzt? Ich glaube, zwei Stück. Ja, zwei Stück waren in jedem drin. Pro Wagen. Pro Wagen, ja. Ah, okay, das wäre machbar. Aber es wird, ja. Tja, jetzt halt weißt du nicht, ob der eine Karte oder was anderes, ne? Ja, das ist jetzt die Sache, Alter. Aber ich glaube dem Albrecht nicht. Der hat uns davor auch schon angelogen, dass United keine automatischen Waffen hat. Ach, das mit dem Albrecht musst du dich nicht drum kümmern. Allein die Sache mit United, das ist... Dass die gehen lassen. Dass die gehen lassen. Ich hab die Mail von dem Kreuzfeld. Boah. Kreuzfeld@mail.ls. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ja, ich auch. Wegen der Beerdigung müssen wir uns übrigens ans Krankenhaus wenden. Da ist so eine Frau Herzgut. Kreuzfeld? Die Herzgut. Die organisiert das alles. Mit Terminen und keine Ahnung was. Wie heißt der jetzt? Vincent Kreuzfeld. Kreuzfeld? Ja. Wie Kreuz und Feld? Genau. @mail.ls. Korrekt. Ich check das gleich nochmal. Ja, Kürde? Ja. Kennst du irgendeinen Medic? Nee. Der uns eventuell versorgen würde? Warum versorgen? Ja, Schusswunden? Keine Ahnung. Ich mein die Tage, ne? Ach so, wenn wir nach PD erstmal rutschen wir bei United. Okay. Ich habe Feli den Auftrag gegeben, fürs Strandhaus zwei Autos voll zu machen. Mit Essen, Trinken und Verbandszeug. Okay. Damit, falls irgendwas ist oder wir Verletzte haben, das dann da machen können wie damals. Ich glaube nicht, dass wir Verletzte haben werden, weil die ganze Stadt über die drüber rutschen wird. Weil das verwichste Kopper sind. Gut, weiß ich Bescheid. Aber zur Not haben wir das als Option. Einfach bis morgen warten. Ja, wir halten die Füße still. Das wird eine schlaflose Nacht. Ja, eventuell telefonierst du nochmal mit Jamar, weil der die ganze Zeit abhaut und keiner weiß wohin und dann wiederkommt und dann wieder abhaut. Die Zeiten sind vorbei, wo ich Jamar zurückhalte. So machen wir, was er will. Ja, weil du sagtest, leiten. Das wird schon, du weißt schon, was der macht. Okay, weiß ich Bescheid. Okay. Gut, bis morgen. Peace. Jamar hat einen Kopper im Pennerpack abgeknallt. Die haben auch auf den Alien der Hut geschossen. Ja, den haben sie sogar runtergeholt. Echt? Ist ja dann schon... Wo schlägst du denn? Geil, nochmal. Ist dann schon ungefähr der vierte heute, Kopf auf Jamars Rechnung. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe, Curtis? Was denn? Damit wir nicht einzeln packbar sind, ne? Wofür? Für United? Durchziehen,
Für alle. Für die Cops oder sonst wen. Scheiß erstmal für die Cops. Opa, Bertmanns, ich glaube, ich gebe einen Pass auf dich auf. Kein guten Nacht. Nochmal mein Beileid. Tschüss. Peace. Lass uns Aktionen planen und machen, wo wir entweder alle reingehen und dann im Knast landen oder auch nicht. Und alle wieder rausgehen. So dass wir. Denn mal mit den Koppers haben wir nur genug bleiben. Zeit zu planen. United bin eine schnelle Nummer. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Siehst du, da ist schon das hoffentlich. Hast du denn schon da eine Idee, was du ungefähr vorhast? Also wird es einfach so aussehen, dass wir mit allem mal dahin fahren, um uns schießen und sagen, ihr seid Hurensöhne und dann uns wieder verziehen? Oder was wird das? What's cracking? Was? Nee, kein Bock, Alter. Ich meinst du, wenn du United? Mhm. Da geht's nicht mehr um Gangkrieger, das habe ich vorhin schon gesagt. Vor allem nicht bei Tyrone. Nein, das habe ich auch. Ja, dann habe ich nicht zugehört. Gar nicht gefragt, Alter. Ja, ich weiß, dass du nicht zugehört hast, aber ich wiederhole mich jetzt auch nicht nochmal. Er hat gesagt, ob das so eine schnelle Nummer wird, einmal hingehen, um sich schießen und dann ist wieder gut oder was wird das? Keine Ahnung, wir müssen gucken. Das erste, was wir machen, ist jetzt das verbreiten, dass das Koppers sind. Habe ich schon an die Vagos heute gegeben. Ja, und an die Bloods wissen Bescheid, die Crips, Eastside muss wissen, keine Ahnung, alle. Ruf Kuba an. Am liebsten würde ich die alle töten, jeden einzelnen von United töten. Ja, dann lass uns das doch machen, aber es geht nicht. Verdammt. Du musst den nur treffen. Das geht nicht, weil wir die Leichen nicht wegschleppen können. Aber bis wir die alle umgebracht haben, da haben die uns schon im Knast. Wir brauchen jemanden, der das wegmacht. Der kommt und 5 Leute abholt. Und das kann nur einer. Und dann ziehen wir in die Schlacht gegen Spelly. Aber meinst du, United ist so bewegungsunfähig, wenn wir denen den Anführer wegnehmen? Tyrone ist nicht der Anführer, Sugar ist der Anführer. Tyrone ist nur eine Marionette. Ja, aber das ist doch der, der die kommandiert, weil Sugar bei den Nappas abhängt, oder nicht? Ja, aber ich will jeden Einzelnen dafür töten. Meinst du? Okay. Dann töten wir jeden Einzelnen, das hört sich gut an. Das werden viele schlaflose. Wir haben einen Grund dazu. Das sind Verräter, das sind Kopfspitzel, das ist keine Gang. Die haben komplett, was wir leben, haben die verraten. Vor allem Tyrone, Alter, der hat gerade seine zweite Chance verbockt, ne? Plus die Geschichte mit Tyrone damals noch. Alles. Ja. Der hat gerade seine zweite Chance verbockt. Wir müssen dann irgendjemanden von den Nappas erreichen. Ob der was zu sagen hat oder nicht. Die müssen das wissen. Ja, ich habe das Problem, ich habe auch nur eine Nummer von Davis und Goldzahn. Warte mal, durchs. X. Winnie the Cleaner, Alter, Kreuzberg. Ja, jetzt hat er was zu tun, weißt Stay. Du, wie die komm, heißen? Stay. Wer denn? Ja, irgendwer von den Nappas. Irgendwer. Mann, Kiki, keine Ahnung. Weiß nicht. Kiki, Digga, so. Schreib dir doch einfach über Pieper an. Einfach, dass sie sich melden sollen. Na, wir haben Zeit. Ah, Charlie, wo bist du?
Okay, hast du Bock, dich über eine, um dich eine Beerdigung zu kümmern? Chat, wir brauchen Papa. Der Papa muss Leichen wegschaffen. Dann fahr mal ins Krankenhaus zu der Erzgut oder so ein Scheiß. Die, Sonix kümmert sich um so einen Shit. Ja klar, musst du hinrichten und einreichen und so. Ich muss meine Gedanken erstmal fassen, alle zusammen. Wenn ich hier sage, ich kill den und so, heißt das nicht, dass ich den im Spiel wirklich töten kann. Ja, das ist so. Halt RP-Gelaber. Ja, kein Thema. Morgen sind wir, glaube ich, auch wieder da. Aber wir haben einen nicht Grund emotional dazu. Werden. Ich komm nicht wie gesagt, also in meinen Augen, ne? Bei uns wird das vom Team entschieden und so. In meinen Augen haben wir einen Grund dazu. Nicht nur wir, ja, sondern jeder. Weil die alles, die haben nicht nur sich selbst verraten und das, was die nach außen tragen. Die haben, jeder, der da lebt, haben sie verraten. Das ist ja nicht mehr so, man wirft einen Ball hin und her, man gibt mal einen Tipp oder so, die kommen straffrei davon. Das habe ich noch nie erlebt. Obwohl die illegale Waffen haben. Hey. Und das kann mir auch keiner erzählen. Ja. Wir stehen wieder vor Tür 3, 3, 2. 3. Und da werde ich jetzt so reingehen, Alter. Ich gepenne jetzt. Gute Nacht. Morgen alte Frische, ne? Ja. Mit Aftershave und Rasierwasser. Ja. Ab morgen wird gefickt, Alter. Hau rein. Peace. Tyrese konnte nicht einfach so sterben. Lass uns das mal im Support klären. Ups. Nein, die haben kein Combat Lockout gemacht. Die wurden aufgehoben und dann ist da irgendwas Komisches passiert. Das ist aber auch egal, was da passiert ist. Wir wissen, dass die Waffen dabei hatten und wir haben gesehen, dass die Bullen die wegziehen lassen haben. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Aber das ist halt RP. Ich gucke jetzt nicht OC nach, wie die das gemacht haben. Hallo. Die sind nicht abgehauen, die waren tot, Junge. Nein, man kann nicht zwei Lager haben. Selbst wenn die da oben Lager hätten und die Waffen da reingeworfen hätten, ist ganz egal. Es zählt nur, was man im RP sieht und weiß. Und außerdem gefällt mir die Idee, dass die ganzen großen Gruppierungen, die schon so lange hier sind, alle sterben. Ganz ehrlich. Und damit meine ich Unsau. Das baut sich gerade zusammen. Ja, wie so eine Purge Night. Oh Mann. Diesmal wirklich oder wie üblich nicht? Ich kann halt die Dinge nicht entscheiden. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will komplett United hinrichten, des und deswegen wird das entschieden. Und wenn die sagen nein, dann kann man das halt nicht tun. Welche Gangs gehen mit euch den Weg? Ich denke mal alle. Aber ich laber jetzt gerade auf, wie scheiße. Ich muss erstmal alle Gedanken fassen. Und überlegen.
What's cracking? Vor allem, dass die Grow sterben soll, solltest du überdenken, nö. Für uns ist das irgendwie auch eine Zeit. Nur so einen laschen Abgang wie Ausreißen und so war halt nicht so cool. Aber wenn ich sterbe, dann ist cool. Man, wir können. Ich muss ja nicht mal auf die Stimme verzichten und auf den Humor. Ich könnte einen Redneck zocken. So einen richtig asozialen. Da bin ich böse, aber denken ist meist schwer. Bruder, ich mach nichts anderes als MP außer Pläne schmieden und denken. Das ist meine Aufgabe. Naja, nur nicht ganz so, Leute. Wir gehen alle ins Sheriff Department. Boah, unter der Führung von Tama hätte ich Bock, Alter. Gleich morgen anfangen? Ja, aber nur nicht mit Koppers. Wir besprechen alles morgen. Kurz und knapp. Okay. Endlich Spaß haben. Jamal ist schon unterwegs. Jungs, schlaft gut. Ja, peace, man. Peace, man. Oh, bis morgen. Ciao. So. Boah, ja, Mann, mein Motorradclub, Alter. Hells Angels, 81, Affa. Boah, Alter, die Bezahlung hier ist echt für'n Arsch, Mann. Ja. Bin jetzt eine Dreiviertelstunde gelaufen und hab $500. Braucht ihr Essen, Trinken? Nö. Ich hab dir ein bisschen gegeben, ne, Curtis? Ja, ich weiß. Na, ihr werdet mich morgen auch nicht sehen. Wird sehr spät. Ist hier irgend so ein White Knight drin, der für mich arbeiten kann? Wo soll denn die ganzen Gusse gehen, Pen? Was hat Faruk gesagt? Der kauft dir was. Nee, der kauft mir was. Zu essen. Oder keine Ahnung. Was? Naja, kein Motorrad. Oh, warte mal. Keine Ahnung. Hi, alles Gute zum Geburtstag. Schöne Grüße aus dem Knastball. Stimmt. Was? Das ist erst morgen. Okay. Wer hat Geburtstag? Wer ist morgen? Ich dachte ja. Am Sonntag. Ich hab dich irgendwie nicht gesehen. Achso, okay. Nix. Hat sich erledigt, dann, Mann. Okay. Naja, okay, war fair. Ich will irgendwas Lustiges haben. Zieh wieder. Hast du einen Klein gemacht oder was? Ja.
Na gut. Ja, kenn ich. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ach, so ein bisschen haben wir Ärger gemacht. Fast, ja. Was? Okay, muss ich mal fragen, wer das war. Ja, gut. Ja, Kuba, ich wünsche dir dann noch eine gute Feier. Ja, ist auch eine Option, Erik. Aber schwer. Ach, stimmt, wenn Kuba man solche Charakter spielen will, schwer auf dem Server. Alles klar, Mann. Die ist ja ein wenig. Aus der Reihe, Digga. Kommen nicht viele mit klar mit so Psycho-Charakter. Also, Kuba meinte, als der mit dem Streifenwagen gefahren ist, war jemand auf dem Motorrad mit dem grün karierten Hemd und hat mir das Shotgun in den Streifenwagen reingeschossen. Wer war denn das? Jamar wahrscheinlich. Okay, stimmt, der ist ja noch draußen. Oh, Ganja Rip kann meinen Fuß küssen. Ja, ist auch schwierig, so was zu spielen. Oh, ich muss gucken, wie viel ich überhaupt gekriegt habe, weiß ich gar nicht. Kann auch sein, dass nichts passiert und ich ab 900. Morgen WoW Mainstreamer werde. Und GTA 5 den Rücken kehre. Kann alles passieren. Das hat eben gar nicht zu entscheiden, Jet. Was mach ich? Ich werde mich jetzt auch hinlegen. Jo, Peace aus rein. Peace sagt lang am Schal. Jo. Noch ein bisschen cringe, P? Ups. Wo ist die? Hallo? Ja, ich wollte nur anrufen. Aber ich gehe jetzt pennen. Ja. Oh, okay. Ich rufe morgen an. Morgen? Ich habe im Gefängnis wieder. Mann, okay. Pass auf dich auf, ja? Ja. Ihr schlaft gut. Bis morgen. Tschüss. Morgen. Mach einen Puff auf. Ich hab schon mal vorgehabt, so ein. Aber darf ich nicht. Geil, cringe. Ach, Mafia ist das scheiße. Boah, ich kann eh kaum schlafen, Alter. Wieder 100.000 Sachen im Kopf. Moritz, danke schön für den Sub. Mackie One, danke für den Wissam 14. Uff, Bruder, 14 Monate. Peace und Grüße aus 47 Süd. Ja, Mann, Duisburg, Diggern. Finsterblut, danke für den Wissam 11. Groove Static, danke schön für 400 Bits. Orle, danke für den schön für 400 Bits. Los Fleischers, danke schön für 400 Bits. Lorioleno, danke für den Wissam 8. Lorio, scheiß drauf, Bruder.
Und es gibt trotzdem Leute, ich muss es einfach sagen, weil mich der triggert, die meinen, dass der Tod von Tyrese und alles gescriptet wäre. Ich hasse diesen Chat, ne? Das sind immer die gleichen dreckigen, kleinen, verfickten. Boah, seid froh. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann. Hovel, Dankeschön für den Sub. YOLO Gamer, Dankeschön für 400 Bits. Sojic, danke für den Resub am 14. Dominik, Dankeschön für 200 Bits. Nico Chillak, Dankeschön für den Resub am 15. Ja, Jeff, Mann, das sind Geschöpfe aus der Unterwelt, Alter. Das sind so. Was für abartige Goblins. Divine, Dankeschön für den Gifted Zap. Lowstrahl, Dankeschön für 400 Bits. The Late, Dankeschön für 400 Bits. Restler, Dankeschön für den Zap. Cadaverous, Dankeschön für 200 Bits. Tryhard Alligator, danke für den Wisdom 4. Luca, Dankeschön für den Zap. Samblut, Dankeschön. Neighborbarian, Dankeschön für den Gifted Zap. Moritz Fly, danke für den Wisdom 15. Nuke, Dankeschön für den Zap. Katzenkotze. Darkflame, das ist eine Support-Sache, die werde ich hier nicht breitschlagen. Katzenkotze, danke für den Wisdom 14. Holy Acker Infinity, danke für den Wisdom 15. Schlau wie du, danke für den Wisdom 16. Binator, danke für den Zap. Tix, danke für den Wisdom 15. Randale, danke für den Wisdom 7. Chris 350, danke für den Wisdom 9. Fappy Potter, danke für den Wisdom 9. Rock, danke für den Wisdom 6. Plirok, danke schön. Ne, Fanky, da waren die Fanky-Subs. Okay, die hatten wir alle. Merci, danke schön. Wir gucken mal, wer online ist. Ach ne, ich hab keinen Bock zu hosten heute. 719, wir sind jetzt durchgespielt. Blümchen und Bienchen, danke schön für 400 Bits, Bruder. Pff, Bucky. Uff. Bucky, danke schön für 5 Gifted Subs, Mann. Vielen lieben Dank. Ach, Cooper ist da, ne? Der zockt ganz chillig WoW, der Young Mula. Ja, wir können noch mal Kuba hosten. Hat der jetzt heute Geburtstag? Ich habe schon wieder nicht zugehört, Alter, wie immer. Jurassic 5, Dankeschön für 400 Bits, Bruder. Aber ich wollte offline gehen jetzt. Bucky, Dankeschön, ne? Dankeschön. 719, wir sind jetzt durchgespielt. Danke für den Support, danke für alles. Ihr seid großartig. Die Leute, die andauernd RP schlecht reden, ihr könnt euch und eure Mama. Ich habe gelesen auf Twitter, dass fickt euch, dass man fickt euch sagen darf. Fickt euch. Wenn das nicht so sein sollte, kriege ich eine Strafe dafür, ist auch nicht schlimm. Hauptsache ihr wisst, dass ihr scheiße seid. Merci, danke für den Support, für alles. Wenn man das Discord, Twitter, etc. Genau, löscht euch. Bis heute Abend. Gute Nacht.